Herzlich willkommen zu 1000 PS TV von der Bike Austria in Tulln. Bei mir ist der legendäre Gustl Auinger. Servus Gustl. Hallo Fred. Fünffacher Grand Prix Sieger, 18-fach am Podium in der 125er Klasse der WM. Unfassbar toller Bursch, wahnsinnig, wahnsinnig schnell und immer aufrichtig. Und wir haben dieses Buch Gustl Auinger Vollgas, das wir jetzt da gerade am Stand vom Bestseller präsentiert haben. Das Buch ist ein echter Knaller geworden. Bist du zufrieden damit, oder nehme ich an? Ich bin mit dem Buch extrem glücklich, weil es ein Buch ist, was einfach mein Leben, meine 16 Jahre so beschreibt, wie es war und weil es in einer Art Interviewform geschrieben ist. Und ja, ich hätte es nie träumen lassen, dass es sowas jemals gibt. Gustl, ich meine, du hast viel gewonnen, du bist oft gestürzt, aber du bist fit. Ja, ich bin noch fit, Gott sei Dank. Ja, geschmissen hat es mir sicher oft, das gehört einfach dazu in die 16 Jahre. Aber am Ende, wenn man dann ein bisschen zurückblickt, das ist ja da schon ein paar Jahre her, dann bleiben mir nur die guten Erinnerungen so richtig im Bewusstsein und das ist gut so. Dann sind wir ausgestiegen und haben einmal runtergeschrieben, hast du wieder mal? Sag ich, ja! Ja, wo denn? Hier im Fuß! Na komm auf! Bin ich auf alle Viere aufgekraxelt, haben sie mir auf die Trage gelegt und haben ins Krankenhaus geführt. Jetzt Gustl, ich meine, bei mir, da ist natürlich irrsinnig viel drinnen, sehr viel Persönliches auch, was mir irrsinnig taugt hat. Und trotzdem gibt es was, das hat jetzt nur am Rande mit dir zu tun. Das taugt mir aber auch irrsinnig, dass damals der Barry Sheen in Imola die Heiseln abgefackelt hat auf der Rennstrecke. Das ist wahr, oder? Ja, es war nicht Imola, es war in Imatra in Finnland. Aha. Und ja, man muss vorstellen, der Barry Sheen, wie der in diese Szene gekommen ist, wo er dann die 500er-Klasse in erster Linie gefahren ist, der war so wie heute der Rossi. Ja, das war einfach ein Typ, aber eine Persönlichkeit. Und in Imatra hat er halt diese sanitäre Geschichte, also das Vorlager war ein Fußballplatz und die sanitäre Geschichte war einfach katastrophal. Und das ist dem Veranstalter schon ein paar Mal gesagt worden, bitte, bitte ändern. Na, da hat sie gedacht, die werden schon wieder aufs Heisel gehen bei uns. Ja. Und das ist dann den Barry Sheen einfach zu viel geworden, ist mit einem Benzinkanister nach dem Rennen ins Klo gegangen und schon war das abgetragen worden. Ne? War schon erledigt. Ja. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und ich glaube aber auch, wenn man bei diesem Barry Sheen kurz bleibt, das ist aber einer gewesen, der auch dann im englischen Fernsehen deinen Sieg in Silverstone kommentiert hat und der hat ganz genau gewusst, wie schwierig das ist, mit diesen dünnen Raffen von den 125 im Regen zu fahren, oder? Ja, das war das Schöne. Ich glaube, die meisten Leute haben das gar nicht so richtig mitgekriegt, dass auch der Barry Sheen mit dem kleinen Motorrad seinen Weg nach oben gemacht hat. Und weil er einfach so ein unendlich guter Kerl war, ist er auch von mir natürlich unendlich bewundert worden. Und auch ihn hätte man nicht traut, ja, weil er einfach um 17 Nummern zu groß war. Und er war Co-Kommentator beim britischen Grand Prix in Silverstone. Und ich habe dann diese Übertragung gekriegt und habe mitgekriegt, wie sehr er da mitkommentiert und wie sehr er da das eigentlich schätzt oder respektiert, wie man mit so einem kleinen Motorrad im Regen so fahren muss oder kann. Und die Schwierigkeit waren oft nicht so sehr nur die schmalen Reifen, es war einfach der Motorcharakter von 125er, der halt im unteren Bereich gar nichts können hat. Und dann plötzlich da war. Das ist halt im nassen Untergrund gar nicht so einfach. Und da hat sich der Zuschauer wirklich lieb erklärt. Und anhand von mir als Beispiel, das war schon ein Riesenkompliment. Ja, das ist wirklich großartig. Jetzt Gustl, nachdem wir uns ein bisschen beschränken müssen in der Wortwahl, es steht eh alles im Buch drinnen, ne? 280 Seiten. Zwei Sachen, die mich interessieren. Der schönste Sieg und der schlimmste Sturz. Maria. Der schönste Sieg ist irrsinnig schwer, weil jeder Sieg hat was ganz was Besonderes gehabt. Aber ich sage einmal, das schönste Ergebnis war mein allererstes Rennen im Müllacken, das Bergrennen, wo ich als Kind nur von einem Pokal geträumt habe und plötzlich beim allerersten Rennen einen Pokal kriege. Ich habe nichts gewonnen, nur einen Pokal, das wir immer in Erinnerung haben. Und die Grand Prix-Siege zu werten, war nicht gerecht. Und der schlimmste Sturz war eigentlich der am Salzburgring, wo ich durch einen technischen Defekt runtergefallen bin vom Moped. Und da war halt eine Zeit lang das Bewusstsein nicht da und wie ich munter war, bin ich der Rücken weder und da habe ich ein bisschen Panik gekriegt. Ich glaube, in dem Krankenhaus hast du dann einer deine Sünden abgebüßt, die natürlich nie begangen hast. Ne? Da bist du schon ordentlich dran gekommen, oder? Wie war das, diese Operation?
müsst euch so vorstellen, das war 1975, ja, und ich bin ins Krankenhaus nach Graz gekommen, wohl wissend, was mir meine Kollegen ja schon anderthalb Jahre lang erzählt haben. Du fährst deswegen so deppert, haben sie gesagt, weil sie noch nicht geschmissen hat. Aber wenn sie einmal schmeißt und wenn sie einmal ins Krankenhaus musst an einem Sonntag, dann wirst du es überlegen, ob du wieder hier willst. Und ich habe gesagt, red's, ja, kennt euch nicht aus. Jedenfalls haben die da unten an deinem Fuß angezogen, ich habe mir niedergehalten von ein paar Richtigen, gell. Ich habe geschrien, ich habe mich gewehrt. Aber ich glaube, da hast du ein paar Wirbel gebrochen gehabt und ich glaube, auch Knie war zerfetzt. Aber du bist, glaube ich, 5 Wochen später wieder auf dem Motorrad gesessen in Brünn. Und ich glaube, weil auch der Genesungsprozess ein Wettkampf war, oder? War alles ein Rennen. Es war alles ein Rennen, ja. Weil Krankenhaus in Salzburg hat gesagt, 3 Monate Pause. 3 Monate ist inakzeptabel. Also solange die Füße draußen sind, kann es nicht sein, dass es 3 Monate dauert. Habe in Deutschland einen Arzt kennengelernt, der da ein bisschen was drauf hat und ein bisschen ein Risiko eingeht. Und der hat damals den Reinhold Roth geholfen. Und der Reinhold Roth ist nach 6 Wochen wieder Motorrad gefahren, nach einer ähnlichen Verletzung. Und zwar ist es in erster Linie ums Knie gegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann 5 Wochen. Wenn Roth 6 Wochen, ich 5 Wochen. Und tatsächlich nach 5 Wochen haben wir es geschafft. Ich habe das Rennen nicht ganz geschafft, weil die Schmerzen da während des Rennens waren so groß, dass ich aufgeben habe müssen. Aber Wochen später in Misano, also in der 6. Woche, war ich auch schon wieder am Podium. Mit Vereisungsspray am Tank, aber mehr verraten wir jetzt nicht. Gustl, es hat mir echte Freude gemacht. Es freut mich, dass es dir gut geht und wir machen weiter. Alles Gute, Gustl. Ja, danke vielmals.